Gremien haben getagt nach einem Wochenende, das einmal mehr deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, dass die CDU als starke politische Kraft in der Mitte Verantwortung für eine gute Zukunft unseres Landes trägt. Wir haben einen SPD-Parteitag erlebt, der ein Wahlprogramm beschlossen hat, das den deutlichen Linksruck dieser Partei endgültig besiegelt. Und wir haben schließlich mit der Gründung der AfD die Gründung einer Partei erlebt, deren Kurs gegen den Euro Europa spalten und Deutschlands Spitzenposition und damit den Erfolg auch der Arbeit der Menschen in diesem Land aufs Spiel setzen würde. Die SPD hat ein Programm beschlossen, das das Gegenteil ist von einem Zukunftsprogramm. Es ist eine 40 Milliarden schwere Bedrohung für unser Land, eine massive Attacke auf die Mittelschicht in diesem Land. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages spricht von 1,4 Millionen Arbeitsplätzen, die durch die Steuererhöhungspläne dieser Partei gefährdet wären. Gleichzeitig zielt die Europapolitik auf eine weiterhin bei der SPD auf eine Vergemeinschaftung der Schulden. Das Ergebnis solcher Politik wäre ein Ende des deutschen Aufschwungs und ein Weg zurück zur roten Schlusslichtlaterne. Damit ist deutlich in beide Richtungen hineingesagt, wir müssen Kurs halten. Denn es gibt Alternativen zum Erfolg unseres Landes, aber die würden den Menschen nicht gut bekommen. Und deswegen gehen wir unseren Weg der Mitte konsequent weiter. Herr Göhe, die neue Partei AfD hat in ihren Reihen auch in Form des Sprechers viele ehemalige CDU-Mitglieder. Der Vorsitzende oder der Sprecher war 33 Jahre in der Partei. Macht es Ihnen Sorge, dass so viele von der Fahne gehen, prominente, respektable Mitglieder? Und vor allen Dingen, wie hoch schätzen Sie eigentlich die Gefahr, für in den Stimmentopf der Union zu greifen? Also wir nehmen jeden, der mit uns auf dem Stimmzettel konkurriert, ernst. Wir wollen Menschen dafür gewinnen, uns zu vertrauen, neu oder immer wieder. Und dabei spielt die Europapolitik eine zentrale Rolle. Die Zustimmung zur Europapolitik der Bundeskanzlerin ist wesentliches Element der großen Zustimmung, die ihre und unsere Politik insgesamt in der Bevölkerung erreicht. Und deswegen ist völlig klar, dieser proeuropäische Kurs steht nicht zur Disposition, weil er ein Kurs ist, der in kluger Weise deutsches und europäisches Interesse miteinander verbindet. Die Diskussion in Europa, Entwicklungen in anderen Ländern Europas lösen Fragen, auch Sorgen in unserem Land aus. Die müssen wir ernst nehmen, überzeugend beantworten. Und wir tun dies in dieser Weise, die ich beschrieben habe, als ein Zusammenhalten von deutschem und europäischem Interesse. Wir wahren unser Interesse, indem wir gegen eine Schuldenvergemeinschaftung sind, die am Ende auch Europa nichts bringen würde. Aber wir wahren im besten Sinne des Wortes auch deutsches und europäisches Interesse, wenn wir fragwürdiger D-Mark-Nostalgie entgegentreten. Das würde Europa spalten und vor allen Dingen auch die Spitzenposition unserer Wirtschaft, unseres Landes gefährden. Und das ist das nehme ich zur Kenntnis, das ist bedauerlich, wenn Menschen, die bisher in unseren Reihen waren, woanders ihren Platz finden. Aber sie können in diesem Raum an den Fotos Konrad Adenauers bei der Unterschrift unter die römischen Verträge, bei der Begegnung mit Charles de Gaulle und beim Geist, der in diesem Haus herrscht, entnehmen, dass proeuropäisch zu sein zur DNA dieser Partei gehört.